Hallo, ihr Barden und Freunde des Let's Plays. Ein hustender Bade. Ja, wir haben einiges zu tun und zwar befinden wir uns hier jetzt gerade im beflaggten Meere. Und ja, eigentlich in Drachenfeste. Und wir sollen sprich mit dem Gefangenen der Alikia. Und sollen hier der hübschen, netten Dame, wann deren Name nochmal darüber nachgucken. Sprich, mit Sadia. Genau, die wird hier gesucht und ja. Wir wollen mal rausfinden, warum man sie sucht, beziehungsweise, ja, wir versuchen mal ein bisschen hier was rauszufinden. So. Jetzt müssen wir nur ein bisschen gucken, wo er denn gefangen wurde oder genommen wurde. Hört sich nicht gesund an. Wollen Sie mal mit zum Arzt? Die meisten Läden sind von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet, wenn... So schnell kann kein Schwein mehr lesen. So, habe ich ihn jetzt... Hä? Was? Warum habe ich ihn jetzt... Habe ich mehrere Quests offen? Super. Was ist das? Hä? Was? Was ist denn das jetzt? Warum habe ich ihn jetzt hier... Bin verwirrt. So. Ich bin sehr verwirrt. Die Fertigkeiten anhand Waffen verbessern sein können im Umgang mit Waffen, mit Dolchen etc. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen und ich muss hier Wache schieben. Ja, so ist das manchmal. Aber das ist doch ein Fehler, dass er jetzt dreimal hier angezeigt wird, oder? Ja, man weiß es nicht so genau. Es war ein sehr hartes Wochenende, muss ich übrigens nochmal sagen. So, wir befinden uns jetzt da. Wir müssen dahin. Heißt, neben der Drachenfeste. Die befindet sich doch die Drachenfeste, oder? Aber die Drachenfeste in die andere Richtung. Da ist die Drachenfeste eigentlich. Wir schauen mal einmal hier lang. Oder einmal hier nach. Fangen die beiden schon wieder an? Hab euch! Schlecht immer in Bewegung, ihr habt den Zeit, kann er nicht mehr! Sehr schön. Okay, Prügelei. Macht einfach weiter. Ein wenig Blut, um die Stimmung zu heben. Hoffentlich ist euch das nicht so heftig. Egal, wen ihr hier fragt, die Antwort wird immer eine andere sein. Söldner, ehrenwerte Krieger, Brüder und Schwestern der Klinge, betrunkener Abschaum, sucht euch was aus. Ich bin hier schon länger als die meisten. Schön. Auch ich weiß es manchmal nicht. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht gegenseitig umbringen. So. Schluss mit dem Training. Ich will endlich gegen etwas kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Keine Kämpfe. Nicht bevor Skior es sagt. Wir üben jetzt. Das sagt sich für euch so einfach. Ihr dürft ja kämpfen. Ja. Er darf. Wir nicht. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte es Schande über uns alle. Wo soll denn... Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureißen. Oh, hier.
müsste das Gefangenenlager sein, oder? Falsch? Blub. Okay, da komme ich nicht durch. Super. Ich wollte nichts schmieden, ich wollte mal mitnehmen. Ein Trick. Schmierkunst. Ja, cool. Natürlich nehmen wir das mit. Man kann nie genug von Schmiedekunst haben. Da kommen wir auch nicht durch Scheibenkleister. Das ist natürlich doof. Ah. Wir suchen uns unseren Weg. Ah, da komme ich heute. Hui! Hui! So. Achso, Moment. Ihr könnt euch glück. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Nein, ich suche nur das blöde Gefängnis hier. Ah, hier. Da ist der Kerker. Ja, muss man ja auch erstmal wissen, ne? Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf, das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Gerne. Aber nicht jetzt. Ja, woher bekommen wir den Schlüssel? Das ist recht. Schlösserknacken wird verbessert. Oh, hier können wir sogar schlafen. Schlafen, Feldbett. Kriegt mal für 2 Stündchen schlafen und dann. Zack. Der sieht irgendwie tot aus. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Ja. Nehmt euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Ich hab doch gar nichts geklaut. Ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Guck, die Ella, die steht da. Ein wenig ungünstig in den Flammen. Wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? Können wir uns das Haus leisten? Das ist 1000 gekostet oder was hat es gekostet? Ich weiß es gar nicht mehr. Lasst eure Waffen in Anwesenheit des Jarl bitte stecken. Ich behalte euch im Auge. Gerne. Ehre sei mit euch, mein Tane. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Essen kann nie schaden.
Ups. Den Teller nehmen wir natürlich auch mit. Natürlich. Durchsuche diese Kommode. Und, ja. Durchsuchen hier erstmal alles. Oh, und nochmal 2 Gold. Ja, wenn wir uns ein Haus kaufen wollen, brauchen wir uns alles sehr lieblich. Zu viel. Nein. Mhm. Nehmen wir mit. Und da haben wir noch eins. Nehmen wir auch mit. Achso, da sind noch ein paar Bücher. Ich gebe euch Deckung. Du brauchst mir keine Deckung geben, du sollst mir einfach was nur... Soll ich nehmen? Sachen. Alle schweren Sachen, Ella. Ja, Drachenüberreste. So ein Totenschädel. So, jetzt dürft ihr eigentlich wieder rennen können. Ihr geht vor, ich folge. Von mir aus. Toll, Karotten. Genau das, was wir brauchen. Ich glaube, hier war schon länger keiner mehr. Kann aber auch nur eine Täuschung sein. Mal ich vielleicht auch. Ist natürlich ein Schlüssel für erforderlich. Wie soll es auch anders sein? Ella. Ups. In diesen macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht meinen sauberen Boden schmutzig. Nein, nein, nein. Will man nie tun. Ups. Schläft ja. Ich diene Jarl Balgruf als prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich habe bestimmt keine 5000. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Aber sicher. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Würde ich ja fast. Was denn hier? Oh, was für eine prächtige Rüstung aus traditionell geschmiedetem Stahl. Ja, aber hallo. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflagten Meere sollen noch Betten frei sein. Ja, aber das wollen wir jetzt nicht, ja. Super. Ganz große Person.
Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Habe ich schon mitbekommen. Geizreich. Nein, geistreich meine ich natürlich immer. Oh, ja. Mitnehmen. Seite. Zum Beispiel Tisch durchsuchen. Sie gleich schon wieder überladen sind irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so das Gefühl. Ich könnte mich auch irren. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Hier lang gehen. Achso, das ist direkt zum Kerker. Ah, ja, ja, ja. Achso. Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum. Sie sind ungeschützt und kaum bewacht. Ein ideales Ziel für diese verdammten Drachen. Was guckt ihr denn so? Na. Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Naja. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Tja. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Nicht? Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Ja, klar. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Hundert Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der ganz, ganz Böses. Ich war es nicht. Böses Gefühl, den jetzt freizulassen. Ah, ich weiß es nicht. Also gut. Wo sind die Wachen denn hier? Braucht ihr... Was gibt's denn? Geht in Ordnung. Und dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Hallo? Ich hab den noch befragt. Hä? Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Fürchtet euch nicht. Ob Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Kommst du mal hier hin, Kollege? Was guckt ihr denn so? Ihr kauft mir einen Weg hier raus und hab ich sage euch, was ihr wissen wollt. Ja. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Wahrscheinlich nicht. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem, nicht meines. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! Hm.
Also eine kleine Höhle. Zauberbücher. Alter, so schnell kann doch keiner lesen. So, wo müssen wir denn dann jetzt hin? In Nöten. In höchsten Nöten. Tötet. Ja, den müssen wir jetzt wahrscheinlich finden. Wo wird er sich denn befinden? Ach Quatsch. Guck ich denn da? Map. Ja, zum westlichen. Ich will noch auf dem Weg hier so ein paar Sachen verkaufen. Wir haben hier echt nämlich noch einiges, was wir verkaufen könnten. Hier mit dem. Was? Ja, nix was. Ich will verkaufen. Weißt du? Verkulpen. Geld loswerden! Sachen loswerden gegen Geld. Ja, wahrscheinlich um die Uhrzeit schlecht möglich. Denke ich jetzt einfach mal. Schauen wir einfach mal hier, ob wir ein bisschen Kohle machen können hier. Oh, ein Tempel. Tempel? Verwundeter Soldat. Vielleicht können wir ja hier. Ich halte diese Schmerzen nicht aus. Ich fühle mich schon besser. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Ihr braucht etwas? Ja, aber du auf jeden Fall mehr Kleidung. Es ist so schön, euch wieder zu... Ja? Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden dabei. Das stimmt. Dann würdest du mich wahrscheinlich nur ablenken. Halb kleidet, wie du ihn willst. Ich halte das nicht aus. Macht, dass es aufhört. Ich würde ja gerne mal eine Runde knacken. Das Fieber. Mein Körper brennt. Ich sterbe ja hier alle wie die Fliegen. Oder was? Wie sieht es immer so spät? War man denn da gerade jetzt schon? Hallo. Jetzt wehtun, wenn die uns erwischen. Oh. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Ja, hauen wir lieber ganz schnell ab. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Arm halte, dann weiß ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ja, ich würde ja gerne auch die richtige Entscheidung treffen, aber dazu bräuchte ich irgendwo mal langsam, aber sicher. Händler sind hier noch keine. Oh, okay, sind wir hier. Ich auch. Und, oh, da wäre jetzt stehlen hier. Warum wird das denn jetzt stehlen? Das nicht? Ist ja
oder auch stehlen. Oder stehlen. Das kann ich stehlen. Komisch, ne? Nun gut, vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja ein andermal. Hm? Teeblätter. Besser nicht. Lesen, ein Blick in die Kristallkugel. Oh, ja, heute nicht. Wie wäre es mit einer Trepanation? Geflackte Meere. Okay. Hm. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Oh nein, er singt immer noch. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz. Was kann ich euch bringen? Ja. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ja. Die Klappe. Die kauft nur zu futtern. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Super. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Aber sicher doch. Ich will nur die Klamotten hier mal verkaufen vorher. Wie spät haben wir es denn hier? Ach so, wir haben ja 6 Uhr noch was. Kann man natürlich lange warten, ist da eine. Ich habe hier einige gute. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Sein Stahl ist lecker. Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ah, ja. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung und ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Oh, klar. Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Danke. Fast uns eh gut. Auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Aber sicher. Passt uns doch eh sehr gut, weil... wir müssen ja eh noch ein bisschen warten, bis ein bisschen später geworden ist, damit wir auch mal hier unsere Klamotten verkaufen können, ne? Die wir nicht mehr brauchen. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie. Ja, natürlich. Das ist der Spruch der Sprüche damals gewesen. Aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. So, wo sind sie denn alle? Ja. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Hey, super. Was soll denn das? Hing fest. Mögen die... Was benötigt ihr? Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet,
Ich habe eine Stadt zu führen. Natürlich. Besucht. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte... Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Boah, aber das ist arkane Künste, aber ich möchte irgendwas verkaufen. Ich will verkaufen. Scheiße. Ist die Kohle wieder weg? Das gibt's nicht. Alter. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Aber sicher doch. Ich höre. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Ich leck die auch mal gleich ein, noch. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, von Adrian? Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ja. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Habt Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. 20 Münzen. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. So, jetzt holen wir mal ein wenig. Was benötigt ihr? Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Komm mal ein bisschen näher ran an der Armlänge, Kollege. Da zeige ich dir mal gleich hier, wer was leckt. Mensch da! Hallo? Freches Kind. Also wirklich. So, was haben wir denn? Achso, 8 Uhr 8, das heißt, der Markt müsste jetzt geöffnet haben. Dann hoffe ich ja, dass ich irgendwas, oder beziehungsweise hier die Fregels hier Kohle haben zum Ankaufen. Naja, ich habe auch genug. Ja, aber der Tempel. Schau mal hin. Was ist denn das hier? Ja, Halle der Toten. Ah, vorbei. Kann ja mal reingucken. Halle der Toten, da könnte ja so der ein oder andere Schatz drin liegen. Also nicht, dass ich jetzt Tote beklauen würde. Huch, da sitzt er. Aber, Vasen sind ein ganz gefährliches Pflaster hier. Weißlaufkatakomben. Guck einfach mal. Alter! Man geht! Ja.
super. Das dürfte aber auch was Kohle da haben von mir aus. Oh nein, ich trage wieder zu viel. Nein. Komm mal, näher, Ella. Direkt hinter euch. Ja, da. Komm, näher, nicht hinter mir. Näher, habe ich gesagt. Sieht gut aus, Ella. Dann mal los. Schätzer solche ungewöhnlichen Steine. So, so. Da brauchen die Toten eher das nicht mehr, so ein Eisen, so ein Becher. Was wollen die mit so einem Becher? Oder hiermit? Das brauchen die alle gar nicht. Ist bei mir viel, viel besser aufgehoben und ich kann damit wenigstens noch was machen, aber die sind da, haben die gar nichts hier. Also ich hätte mir jetzt so gedacht, die hätten noch irgendwo, weiß nicht, was Besonderes oder so. Ja, hallo? Ja, da sowas zum Beispiel. War wahrscheinlich die einzigste Truhe hier. Oder? Da was drin? Ja, da nicht mehr. Oh, da ist ja noch was. Guck mal. Ha! Fast übersehen. Fast übersehen. Locken verbessert. Cool. Zack. Hier haben wir auch direkt mit. Und hier haben wir noch ein Beutelchen. Vermissen die Toten gar nicht. Sowas vermissen die Toten gar nicht. Ich bin auch der Grabräuber hier. Tut mir leid. Das tut mir leid. Irgendwie habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Aber naja, egal. Naja, ich denke. Schwere Zeiten. Ne? Schwere. Ja. Schwere Zeiten, harte Zeiten. Gibt es leider eben auch harte Ich bin der Kommandant der... Meine Leute werden für eure Sicherheit sorgen. Keine Angst. Ah ja. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein, nein. Vielleicht genau das Richtige für euch. Na, ich glaube nicht. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Ich meine Tochter in den Arm halte. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Namen abschrecken. Wir haben auch für kämpfende Männer genügend Stahl. Wir haben kleine und große Waffen. Werft einen Blick darauf. Ja, würde ich gerne. Ah, los, wir jetzt ein bisschen Kohle hier. Das gefällt mir gut. Ach, Moment. Ella. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Bin immer noch da.
Ja, das will ich dir auch hoffen, weil du hast meine ganzen Sachen. Was soll ich nehmen? Du sollst nichts geben, du sollst mir alles geben. Ja, ich schleiche voran. Adrienne Avenicki fertigt die meisten unserer. Werft einen Blick darauf. Gerne. So, wir wollen ihm ja was geben. Was haben wir denn hier noch? Einen Eisenhelm. Kann man den nicht mehr anbieten, irgendwie so was? So ein sehr schlechter Abnehmer, muss ich sagen. Also gut. Ich hab gar nichts gesagt, Ella. Schrei mich nicht an. Ich bin sensibel. Ey, ich kann in diesem Bett schlafen, das ist doch cool. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Ob der böse ist, wenn wir ihm das, seinen eigenen Scheiß wieder verkaufen? Nicht, oder? Alter, was wollen die denn immer mit den Papierrollen? Scheißhaus, oder was? Wie wollt? Noch Kohle. Der Böse nimmt, wenn wir ihn dann selber direkt verkaufen. Willkommen in der Kriegsjungfer. Lasst euch nicht vom Na. Ja, ja. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, wie wird der mit Bärenfell? Oder Kuhfell hätte ich auch noch. Stahlwolf hätte ich auch noch. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Jo, ich finde es auch geil, wenn ich den gleichen Scheiß, den ich bei dir gerade rausgeklaut habe, direkt wieder, wir sind wieder überladen. Bei dir direkt wieder loswerden kann. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Waffe. Die besten Waffen ja, ja. Von mir aus. Oh, Moment. Eisenpanzerhandschuhe, Rüstung 11. Achso. Ja, gut, mehr haben wir leider nicht zu verkaufen. Bin elendig schwer. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Wenn ich hier wieder mal einen gleichen Mist verkaufen kann, dann immer wieder gerne. Wollte einmal ganz kurz, woran der Markt stand jetzt nochmal. Nach vorne mal hingucken, ob ich da noch irgendwas. Los. Ich arbeite für. Kommt doch mal. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Was mit dir? Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge scharf. Wenn ihr Bauernhof bekommen würdet, wäre es doppelt so. Die besten Stück. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, erzähl nicht.
Gottes Arm, ey. Ich verkaufe hier alles gerade. Was? Nein, ich wollte die doch gar nicht bedrohen, die arme Frau. Ich wollte mit ihr reden. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, ihr sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Tja, so ist das manchmal. So ist das manchmal. Woher wisst ihr, dass sie lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Ja, machen wir. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr etwas einiges sagen. Einen Bauernhof zu besitzen hat sein. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Huldad flackte Meere ab. Ella, geh doch mal beiseite. Lebt wohl. Ja, komm, Fräulein Graumähne hier, renn. Alter, die läuft so lahmarschig. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte, dann weiß Alter. Ich. So. Willkommen in unserem Zuhause. Ja. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Awulstein legt das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen? Ja, klar. Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Tja, sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Welcher Beweis braucht ihr? Warum glaubt ihr es? Welcher Beweis braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Niemals. Natürlich nicht. Vermisst der Film. So. Einmal auf den gucken. Einmal auf den gucken. Vielleicht mal so was verbleiben. Das ist ja direkt hier eigentlich um die Ecke. Hätte wahrscheinlich anders mal ausgehen sollt. So,
muss sogar nur hier rein. Mein Haarklammer. Beziehungsweise niedrig. Haarklammer war das falsche Spiel. Muss man aufpassen, dass die uns jetzt nicht erwischen hier. Ja, wunderbar. Nein, da wollte ich auch reinstehen. Oh. Ich bin so schlecht in diesen. Nein! Genau da drin bin ich aber schlecht. Alter! Jetzt gerade. Nee, aber ich gerade. Ja, wir liefern jetzt schnell die Beweise wieder ab. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Verschwindet! Hä? Ich sage es euch zum letzten Mal. Haut ab! Hä? Ein Eindringling! Oh, shit. Ich warne euch, zurück! Steckt eure. Nein! Schnell weg! Im Namen des Jahres. Scheiße. Keine Bewegung. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Puh, hat geklappt. Hat geklappt. Ich dachte, jetzt haben sie uns. Hat die nochmal gewohnt, die Olle? Ja. Was ist denn? Ich vermisse die Zeiten, als die Graumähnen und die Kampfgeborenen sich noch vertrugen. Seit Beginn des Krieges herrscht Zwietracht zwischen uns. Ey, da war es jetzt nicht, ja? Quatsch, Was ist das jetzt? Was hat Häuschen jetzt von dir? Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nee, nicht wirklich. Da. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Ja, nein. Okay. Ach da. Gibt es Neuigkeiten? Ja, klar. Habt ihr etwas gefunden? Ich wusste es. Zeigt ihr mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Nein. Lass mich versuchen, ihn zurückzuholen, ohne Blut zu vergießen. Ja. Was? Ihr wollt allein gegen die Talmor antreten? Das ist Wahnsinn. Ihr meint es ernst, oder? Sehr gut. Ich gebe euch eine Chance. Das aber wenn ist ihr es nicht schafft, werde ich es tun. Ja, es muss ja vielleicht nicht unbedingt Blut vergossen werden. Ella. Habt ihr euch schon als Söldner? Nein. Sucht?
denn festgehalten? Würde mich jetzt eher interessieren. Alter, was ist denn der? Was ist da hinten? Ist natürlich ein großes Stückchen. Vielleicht genau das Richtige für euch. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte, dann weiß ich, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Kann ich denn hier vielleicht an dem noch ein bisschen was verkaufen? Das wäre ja auch noch ein bisschen Hilfe. Jetzt haben wir in der Folge echt nicht ganz so viel geschafft, außer ja, versucht Sachen zu verkaufen. Hallo. Werft einen Blick darauf. Aber kommt, so ein bisschen Kleinzeug haben wir ja doch gemacht. Bin ich auch eigentlich echt stolz drauf. Fassadien verkaufen wir jetzt einfach mal. So. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Klinge und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Wolfried, Kopf des großen kampfgeborenen Clans. Ihr habt den Namen sicher schon gehört. Naja. Heller steht nicht im Weg. Immer dann so die Frage, was man zuerst machen soll. Ich hier. Das erstmal aus. Dann ist ihn getötet. Ja. Wir haben uns nämlich. Schon Fluche auf die Nase. ist ja nicht wahr. Ist ja nicht wahr. Mir fehlt irgendwie Ella schon wieder. Hallo? Ich habe auf dich geschossen. Zuschlagen also.
zuschlagen. Also. Zerstörte Ruine. Würde ich mir doch gerne mal anschauen. Ich will einen Drache, oder? Vielleicht erstmal einpacken, ne? Na, da schau an. Wir haben hier wohl einen Helm. Oh. Oh. Was ist denn der Eingang hier? Wo ist er denn? Komm, hier holen wir uns jetzt hier. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Sofern man einen Gang hier irgendwo finden. Hallo! Aua! Denn hier? Nein! Ich will wieder mal laden! Nein! Nein! Gibt's doch nicht! Ella! Was ist die blöde Kuh denn? Pfeile eigentlich einsammeln? Würde mich doch mal interessieren. Ja, kann ich. Cool. Ella! Wo ist die? Ich bin voll am Langen. Wenn ich überladen bin, kann ich auch, glaube ich, eine Schnellreise machen. Das ist echt voll blöd. Das gibt's doch nicht. Du trägst so viel und kannst nicht rennen. Nee, da wäre ich nie drauf gekommen. Reise. Warum schleicht die so? Ella. Alter, so nicht, bleib doch hier! Oh. Steht wieder. Immer noch da. Ja, das finde ich sehr gut, weil was soll ich nehmen? Alles. Alles, was ich nicht mehr. Alles, was ich nicht mehr tragen kann. Oh. Das da. Diesen hier und jenes. Das. Auch das und vor allen Dingen das. Und die auch noch. Soll nicht.
viel am Schleppen hier. Dann mal los. Ich bin ja hier wie bei Looter King oder so. Ich bin der Looter. Oh. Huh. Falsch gelaufen. In den Kerker, super. Upsa. Was ist das denn da? Nein! Mann! Also, hallo? Also manchmal verstehe ich nicht, warum der dann trotzdem einfach abbricht, obwohl man auch loslässt. Welche Seltenheit. Bin überladen. Was soll ich nehmen? Alles. Was? Fellschuhe, goldener Ring, Handschuhe, Feldrüstung. Alter, was ist denn das für ein hässlicher Bonk, ey? Sag doch mal. Alter! Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Habt ihr, ihr seid mir gewachsen? Sterbt endlich, dann muss ich mir eure Sachen sehen. Alles, was ihr könnt. Ella! Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Was war das? Die Stadt als freier Bürger betreten. Oh, das war keiner. Nein. Genug. Das reicht. Ihr seid eine Schande für eure Stadt. Oh nein, das ist das eigentliche Thema. Ich bin überladen. Ella, komm mal her hier. Komm doch mal. Bin immer noch da. Ja, schön. Vor allen Dingen nimm mal meine Sachen auf hier. Ja, halt die Sachen mal und vor allen Dingen genau. Becher. Kannst du nehmen. Eisenbolt kannst du auch alle nehmen. Eisenachse. Ja, ist nicht schlecht. Muss man ja sagen.
Ihr geht vor, ich folge. No, gerne. So. Jetzt versuchen wir nochmal unser Glück. Ja. Hier noch. Wir nehmen alles mit. Den Apfel. So. Vor allem das Gold nehmen wir auch mit. Hier. Den Gold. Was ist das? So, Bild. Festung Raum öffnen. Mhm. Oh! Was war das? Ah, fuck, ich bin in eine Falle getreten. Fuck, hab ich gar nicht gesehen. Die Frage ist gerade, ob ich hier wirklich unten sein möchte. Ja klar, ich pack mal den ganzen Korb ein. Ella. Genau. Ella. So, hopp. Nackt, halb nackig. Nicht eine gute Frau hier. Ist sonst nichts dran, ne? Kannst nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Okay, interessant. Schon tot. Alter, was ist das? Fetter, dicker Troll. Bügeleisen. Hab ich gerade nicht gelesen? Bügeleisen? Schon wieder, Mann! Alter, ich drück. Nein, Alter, Alter. Also immer wenn ich gerade so, Alter. Weil ich hab keine Niedrigen mehr. Alter. Der will mich doch verarschen heute, oder?
Ich hab keinen mehr über. Aber Schlossknacken habe ich verbessert, so Scheiß. Ich bin direkt hinter euch. Ja, was, ja, nimm mal hier meine Sachen. Laber nicht, nimm einfach. Jetzt habe ich echt keine. Jetzt habe ich nichts mehr. Ach so, weil ich eine schwere Rüstung umgeschlagen habe. Geht ihr voran? Jetzt habe ich hier auch nichts mehr. Naja, egal. Aber wir müssen so langsam jetzt hier zum Ende kommen, weil die Folge ist jetzt schon eigentlich vorbei. Und ja, damit sage ich dann erstmal adieu, bis zum nächsten Mal und tschüssi, Kowski und all sowas. Euer Johnny!